Vor knapp 2 Jahren begann das Community-Patch-Projekt und spätestens ab da schwirrte immer wieder die Idee durchs Netz, die Völker aus Siedler 3 in Siedler 4 zu übertragen. Zu jener Zeit hielt ich das für unmöglich, aber jetzt gibt es tatsächlich den Siedler 4 HD-Patch und erste Anzeichen für ein Siedler 3 Texture-Pack. Neben dieser und anderen Entwicklungen in Sachen Modding muss ich meine Einstellung also etwas revidieren. Eine wichtige Unterscheidung müssen wir aber dennoch treffen. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit ein Siedler 4 mit 7 Völkern haben werden. Also nicht die Asiaten, Ägypter und Amazonen, neben Römern, Wikingern, Mayas und Trojanern. Was ich aber jetzt durchaus für machbar, wenn auch aufwendig halte, wäre eine Mod, die die S4-Völker durch ihre S3-Gegenstücke austauscht. Etwas Bestehendes zu ersetzen ist etwas wesentlich anderes als etwas völlig Neues hinzufügen zu wollen. Die Spielerfarben in S4 zeigen das ganz gut. Die Farben auf den Einheiten sind nur RGB-Codes, die auf die Siedlertexturen gelegt werden. Diese Codes sind auch mit dem HD-Patch modifizierbar, wodurch eigene Teamfarben möglich wären. Einige Dinge, wie die Farb-Icons in den Menüs oder die Grenzsteine, sind aber tatsächlich 8 separate Texturen, die manuell neu eingefärbt werden müssten. Eine Farbe auszutauschen ist machbar. Eine 9. Farbe hinzufügen, was allein schon hilfreich wäre, damit man auch in einer vollen 8er-Lobby noch die Farbe wechseln kann, ist ein wesentlich größeres Unterfangen. Allein schon, weil den bestehenden GFX-Dateien völlig neue Texturen hinzuzufügen derzeit noch nicht möglich ist, auch wenn sich das vielleicht noch ändern könnte. Nehmen wir also das Texture Pack hier. Nach jetzigem Stand halte ich tatsächlich mehr als ein reines Texturenpack für möglich. Die Umrisse der ersetzten Gebäude könnten angepasst werden. Auch die Arbeitsanimationen ließen sich theoretisch neu machen, ähnlich wie ich es mal an der trojanischen Goldschmelze demonstriert habe, auch wenn das immer noch viel Kleinarbeit wäre. Die Gebäude sehen also nicht nur wie ihre S3-Gegenstücke aus, sondern könnten sich in vielerlei Hinsicht auch so anfühlen. Ich habe das hier mal am Sägewerk der Ägypter demonstriert. Die Animation ist zwar nicht ganz detailgetreu, da zumindest der Anfang im Original etwas komisch ist, aber ich würde meinen, das sieht schon recht gut aus. Das ist aber auch das Ergebnis von fast 2 Stunden Kleinarbeit. Um das im großen Stil zu machen, müssten die bestehenden Tools definitiv erweitert werden. Aber sollen wir noch weitergehen? Ich bin zugegebenermaßen kein Reverse Engineering Experte und auch wenn ich etwas für möglich halte, heißt das nicht, dass es auch ohne großen Aufwand machbar wäre. Möglich ist theoretisch alles, aber ohne Zugang zum Source Code dieser Spiele können selbst kleine Dinge sehr schwierig sein und selbst mit wäre eine Mod wie diese ein gewaltiges Unterfangen. Ich will einfach mal dieses Szenario durchgehen und erklären, welche Probleme bewältigt werden müssten, aber auch ein paar potenzielle Lösungen und Workarounds durchgehen. Das ist aber natürlich keine vollständige Auflistung. Eine Sache direkt vorweg, es gibt nicht genug Platz für 2 römische Völker auf der Welt, Ost und West Rom mal außer Acht gelassen. Hier könnte man aber dennoch Elemente aus S3 übernehmen, genauer gesagt die Häuser und Tempel, denn die sehen in S3 meiner Meinung nach wesentlich besser aus. Irgendwann zwischen S3 und S4 haben die Grafiker wohl vergessen, was römische Architektur auszeichnet. Da sind die Trojaner tatsächlich näher dran, wobei die halt auch Elemente der Griechen übernehmen, von denen die Römer auch viel übernommen haben. Kann sein, dass man Doppelung vermeiden wollte, aber da die Römer zuerst da waren, lasse ich das nicht gelten. Bei genauerer Betrachtung müssen wir uns auch damit befassen, dass die S4-Völker keine 1:1-Kopien ihrer S3-Gegenstücke sind. In S3 waren es zum Beispiel die Römer und nicht die Asiaten, die die Köhlerei nutzen konnten. Ich war mir zunächst unsicher, ob es realistisch ist, ein Gebäude zwischen den Völkern zu verschieben, aber dann fiel mir ein, dass DV-Karten genau das ausnutzen. Wenn ihr eine Karte mit spielbarem dunklen Volk startet, lädt das Spiel die Römeroberfläche, da das dunkle Volk keine eigene hat. Wenn ihr dann versucht, ein großes Haus zu setzen, wird euch als Vorschaugrafik aber die dunkle Festung angezeigt. Das liegt daran, dass diese Gebäude in der Datei ihres jeweiligen Volks die gleiche ID, in diesem Fall die 42, haben. Um diese Karten spielbar zu machen, wird oft eine veränderte Building-Info XML verwendet, die zwischen den Römern und dem dunklen Volk einige Gebäude kopiert, damit das Spiel nicht mehr sofort abstürzt, wenn ein Gebäude platziert wird. Wobei ein Klick auf eine Baustelle immer noch zum Crash führt, weshalb Baustellen meist nur als Trigger für Skripte verwendet werden. Durch einen Blick in die GFX-Dateien konnte ich auch eine weitere Befürchtung meinerseits ausräumen, nämlich dass die Köhlerei intern das Gegenstück zu den Munitionsmanufakturen sein könnte, welche die Wikinger ja nicht haben. Die ID der Köhlerei ist aber bei den anderen Völkern leer. Theoretisch könnte man also der Nutzeroberfläche eine entsprechende Schaltfläche hinzufügen, die Building-Info-XML um einen entsprechenden Eintrag bei den Römern ergänzen und in den GFX-Dateien die Texturen mit der entsprechenden ID hinterlegen, die bei den Römern tatsächlich leer ist. Wobei letzteres bisher noch nicht versucht wurde und es mit ziemlicher Sicherheit nicht so einfach wäre, wenn nicht gerade irgendwo generischer Code im Spiel ist, der in genau so einer Situation greifen würde. Leider fehlen mir die Mittel, um zu testen, wie das Spiel reagieren würde. Man könnte aber auch die Munitionsmanufaktur zur Köhlerei umfunktionieren. Mit solchen Änderungen habe ich bereits vor längerer Zeit experimentiert. Dann hätten die Römer aber keine Möglichkeit mehr, Munition herzustellen. Das könnte man auf die Schwefelmine legen, die für die Römer ja sonst keinen wirklichen Nutzen hat, das macht aber Schwefel als Römer, sei es für bestimmte Karten oder für Teamstrategie mit einem verbündeten Trojaner, unerhältlich. Davon abgesehen wäre Munition dann für Römer nur verfügbar, wenn die Karte Schwefel hat.
Ich hatte damals außerdem keinen Erfolg damit, Input- oder Output-Stapel hinzuzufügen oder zu entfernen. Theoretisch sollte das aber möglich sein. Dass die Wikinger keine Asiatenkopie sind, wird aber auch durch die Kriegsmaschinen deutlich. Thor's Hammer verwendet die Mechaniken des Gongs der Amazonen wieder. Hier müsste man einen Weg finden, diese Mechanik entsprechend zu verschieben. Da aber die Sonnenblumenfarm noch am ehesten zur Reisfarm umfunktioniert werden kann, könnte es auch sinniger sein, von vornherein die Wikinger durch die Amazonen und nicht durch die Asiaten zu ersetzen. Dann könnte auch die Imkerei ihre Funktion beibehalten. Für die Reisfarm würde man idealerweise auch einen Weg finden, Sümpfe zu nutzen. Da muss aber auch der Zufallskartengenerator erweitert werden, damit Sümpfe auf Zufallskarten vorkommen können. Was Magie betrifft, könnte es entweder relativ einfach oder recht kompliziert werden. Praktischerweise sind viele Zauber aber direkte oder indirekte Entsprechungen ihrer S3-Gegenstücke. Wobei die Römer in S3 das direkte Gegenteil zu Rohstoffe auffrischen bekommen. Die Funktion der Zauber ändern zu wollen, ist aus meiner Sicht eher unrealistisch und auch nicht immer für S4 passend. Die Zauber zwischen den Völkern neu zu mischen, könnte aber möglich sein. Falls die S3-Völker je zusätzlich statt als Ersatz implementiert werden, könnte man aus den bestehenden Zaubern neue Arsenale für sie erstellen. Dann sollte man die Zauber aber falls möglich klonen, damit sie eigene Grafikeffekte haben und separat balanciert werden können. Wäre etwas komisch, wenn die Amazonenpriesterin auf einmal Mjölnir beschwört. Wobei... Okay, Korra sagt ja, lassen wir das gelten? Zielobjekte sind auch so eine Sache, denn die gab es in S3 noch nicht und dementsprechend haben sie auch keine Gegenstücke. Für die Römer ist das weniger ein Problem, aber für die anderen Völker ist es zumindest optisch unschön. Rein funktional gesehen kann man die ursprünglichen Zielobjekte aber auch erstmal so lassen, wie sie sind. Gegebenenfalls findet man später vielleicht einen Ersatz. Ob man aus anderen Gebäude- und Objektgrafiken neue zusammenpuzzelt, passende Fotos mit Creative Commons Lizenz weiterverarbeitet oder sich vielleicht jemand findet, der solche Texturen machen kann, sei mal dahingestellt. Für die Ägypter könnte man vielleicht versuchen, den Obelisk der Römer zu bearbeiten, dass er mehr nach Sandstein aussieht und mit Hieroglyphen übersät ist. Theoretisch könnte man sicher auch seltener vertretene Deko-Objekte wie die Weltwunder wiederverwenden, wobei die für Zielobjekte definitiv viel zu groß sind und auch nicht so richtig zu den Völkern passen, denen die Zielobjekte fehlen. Jedenfalls hätten wir 12 Slots für Zielobjekte pro Volk, die gefüllt werden müssen. Wenn ich 2 Vorschläge für die Asiaten machen darf, ein Stück der chinesischen Mauer und ein Terrakotta-Soldat. Frage an die Asiaten-Mains, hättet ihr nicht Lust, euch eine eigene Terrakotta-Armee in die Siedlung zu bauen? Ein weiterer Elefant im Raum sind die Spezialeinheiten. S3 hat die nicht, hier teilen sich alle Völker als dritte Einheit den Speerkämpfer. Solange wir aber nur von einem Völkerersatz reden, glaube ich, dass alle Spezialeinheiten ausreichend umfunktioniert werden können, um Speerkämpfer zu faken. Vorausgesetzt, die Texturen und Animationen sind übertragbar. Die Besonderheit des Speerkämpfers ist, dass er eine Reichweite von 2 Feldern hat und so in zweiter Reihe kämpfen kann. Das hat der Axtkämpfer der Wikinger sowieso schon, hier müsste man also nur die Fähigkeit deaktivieren, Türme einzureißen. Das gleiche gilt für die Heilfähigkeit von Sanitätern, den Freeze-Effekt von Blastrohrschützen und den Flächenschaden der Rucksack-Katapultisten. Die Spezialwaffen sollten sich auch problemlos ersetzen lassen, schwierig werden eher die Römer, da sie keine Spezialwaffe haben. In meinem Video zu Lost Content war ja auch vom Dolch die Rede, aber für den scheint es gar keine Grafik zu geben. Im schlimmsten Fall produzieren die Römer Speerträger auch mit Schwertern, was nicht ideal, aber aus meiner Sicht verkraftbar wäre. Richtig schwierig wird es eher, wenn die neuen Völker zusätzlich kommen. An dem Punkt reden wir hier eh nicht mehr von Siedler 4, wie wir es kennen, sondern einem Siedler 3 plus 4. Wenn wir so weit wären, würde ich meinen, dass eine vierte Militäreinheit für jedes Volk die kleinste Sorge wäre. Aber dann brauchen wir auf der einen Seite Speerkämpfer für die Wikinger, Mayas und Trojaner, auf der anderen Spezialeinheiten für die Asiaten, Ägypter und Amazonen. Für die Asiaten kämen mir direkt Samurai oder Chocono in den Sinn, wobei S3 hier etwas inkonsistent ist, ob die Asiaten Chinesen, Japaner oder einfach generisch alle Nationalitäten in dieser Ecke der Welt sein sollen. Für die Ägypter fände man sicher auch etwas Passendes, aber bei den Amazonen als legendäres Volk wäre ich definitiv überfragt. Bei den Trojanern musste man schon viel dazu dichten. An diesem Punkt ist es aber wahrscheinlich realistischer, ein eigenes Fan-Remake von S3 und S4 zu machen. Aber dann bräuchte man definitiv eigene Assets oder müsste zumindest eine Konstellation schaffen, wo Spieler beide Spiele besitzen müssen, damit man rechtlich zumindest halbwegs auf der sicheren Seite ist oder zumindest weiterhin von Ubisoft geduldet wird. Settlers United sollte in seinem Hauptzweck auch von einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes geschützt werden, das Reverse Engineering zum Zweck der Fehlerkorrektur bei Software erlaubt. Aber letzten Endes bewegen wir uns immer in einer rechtlichen Grauzone und auch wenn Ubisoft bisher keine Anstalten gemacht hat, Siedlermodding unterbinden zu wollen, sollte man das nie vergessen. Ich bin jedenfalls gespannt, was die nächsten 1-2 Jahre bringen werden. Hättet ihr mir vor 4 Jahren gesagt, was jetzt möglich ist, hätte ich euch wahrscheinlich ausgelacht oder für Lügner gehalten. Aber inzwischen habe ich erlebt, wie eine unüberwindbar geglaubte Hürde nach der anderen bezwungen wurde. Vielleicht spielen wir also wirklich eines Tages ein Siedler mit 7 Völkern. Und wenn das passiert, glaube ich, dass es keine Grenzen mehr geben wird.